Ein Hoch dem edlen Gerstensaft. Beim Tag des Bieres stand das wohl wohlschmeckendste Getränk der Welt im Mittelpunkt. Zum 499. Mal jährte sich die Verkündung des Reinheitsgebotes. Und wie jedes Jahr wurde das auch auf dem Marienplatz gebührend gefeiert. Ein Herold wie Anno dazumal verkündete die Gesetze, nach denen das Bierbrauen zu erfolgen hat. Und nichts hat sich seitdem geändert. Außer dem Preis natürlich. Thank you.